Hallo und herzlich willkommen zu Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Geräte. Mein Name ist Arno Burger und ich werde euch heute zeigen, wie ihr euch die Arbeit mit Excel ungemein erleichtern könnt, indem ihr Formeln kopiert. Wir werden uns anschauen, warum man Formeln kopieren kann und wie man sie kopieren kann. In einem unserer letzten Videos haben wir schon gesehen, wie man Formeln benutzt, indem man Summenfunktion, Mittelwert, Minimum, Maximum und Anzahl, zum Beispiel hier über die Autosummenfunktion, aber auch über den Funktionsassistenten benutzt. Wenn euch das interessiert, dann schaut euch das entsprechende Video an. Jetzt geht es darum, wie können wir die Formeln, die wir hier haben, so kopieren, dass wir dann damit weiterrechnen können. Und wie kommt es zum Beispiel zu so Leerzellen oder auch zu so einem Fehler wie Division durch Null? Zunächst mal zum Aufbau einer Formel. Wir hatten gesehen, hier haben wir die Summenfunktion. Das heißt, wir haben unser Ist gleich, unsere Summenfunktion und dann B2 Doppelpunkt B6. Das heißt nicht B2 durch B6, sondern es beschreibt einen Bereich, nämlich die Zellen B2 bis B6. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr in die Zelle B7 einen Doppelklick macht, dann wird die Summenfunktion nochmal angezeigt in der Zelle und es werden dann die Zellen umrahmt, die in diese Summenfunktion eingehen. Ich breche das mal ab, indem ich hier auf das rote X klicke. Das heißt, in der Zelle B7 werden die Zellen B2 bis B6 berechnet. Und wenn ich mir jetzt die Spalte C anschaue, dann möchte ich in der Spalte C die Zellen C2 bis C6 zusammenrechnen, so wie in der Spalte B, B2 bis B6. Und wenn wir uns mal anschauen, was passiert, wenn wir eine Formel kopieren, ich mache das hier mal über einen Rechtsklick, kopieren und dann einen Rechtsklick in die Zelle einfügen, dann sehen wir, dass Excel jetzt aus der Summe B2, B6 eine Summe C2, C6 gemacht hat. Man nennt das sogenannte relative Bezüge. Das heißt, abhängig von der Position, an der die Formel steht, berechnet sie eine Summe der vier Zellen, der fünf Zellen darüber. Das heißt, wenn wir diese Berechnung kopieren und dann in die anderen Zellen einfügen, dann wird, hatten wir schon gesehen, C2, C6, daraus wird D2, D6 und E2, E6. Das kann ich für eine einzelne Zeile machen, das kann ich für mehrere Zeilen machen und ich kann es auf zwei Arten machen, nämlich einmal, wie wir es gerade gesehen haben, über die sogenannte Zwischenablage. Dazu wird es auch später mal noch ein detaillierteres Video geben. Über die Zwischenablage kann ich kopieren und einfügen. Ich kann aber auch über die sogenannte Autoausfüllfunktion kopieren. Und es ist wichtig, dass ihr die auseinanderhaltet. Aber der Effekt in unserem Fall ist derselbe. Die Autoausfüllfunktion funktioniert so, ihr markiert die Zelle, die ihr kopieren wollt. Und wenn es eine Formel ist, geht ihr auf dieses Rechteck hier unten in der rechten Ecke und zieht daran. Das ist eigentlich die sogenannte Autoausfüllfunktion. Sie tut in diesem Fall genau dasselbe. Sie kopiert den Inhalt und ihr seht, auch hier wieder haben wir als Zellbezug C2, C6, D2, D6 bzw. E2, E6. Und das funktioniert genauso für alle unsere Formeln. Ich kann die zum Beispiel auch über Steuerung C kopieren und dann in den Bereich einfügen, in dem ich sie benötige. Und ihr seht jetzt, wenn wir zum Beispiel diese Formel nehmen, da steht 0 drin, es ist die Summe der Zellen F2, F6. Ich mache mal einen Doppelklick drauf, dann seht ihr, das sind die Zellen, die leer sind und deshalb steht hier auch noch kein Ergebnis. Und beim Mittelwert werden ja die Zellen zusammengerechnet und dann durch die Anzahl der Zellen, in denen eine Zahl steht, geteilt. Und nachdem das hier leer ist, wird durch 0 dividiert und deshalb erscheint der Fehler. Das heißt, wenn wir jetzt nachträglich hier noch die Summen einfügen, ich mache das mal über die Autosumme, so wie ihr das schon kennt, dann ergänzen wir damit die Berechnungen unterhalb und ihr seht, mit jeder Zelle, die entsprechend neu berechnet wird,
ändert sich jetzt hier das Ergebnis, bis ich dann vollständig berechnet habe und jetzt auch keinen Fehler mit Division durch 0 mehr erhalte. Das heißt, wichtig ist einmal, dass ihr eine Routine kriegt, damit in Zellen zu rechnen. Deshalb würde ich euch empfehlen, wenn ihr da noch nicht so gut seid, rechnet erstmal jede Zelle lieber manuell, bis ihr da richtig Routine habt. Und dann nutzt ihr am besten die Funktion zum Kopieren. Das heißt, ich nehme das nochmal weg, dass man sich es besser vorstellen kann. Ihr schaut euch die Zelle an, schaut euch nochmal die Formel an. Ihr seht, die Summe wird berechnet aus den 5 Zellen darüber. Und genau dasselbe möchte ich ja auch hier bei C, D, E und F. Also markiere ich die Zelle, kopiere sie und füge den Inhalt in die anderen Zellen ein. Oder ihr nehmt eben gleich mehrere Zellen und zum Beispiel das Autoausfüllkästchen in unserem Fall und kopiert damit die Formeln. Hin und wieder kommt es vor, dass man genau das nicht will, dass man also nicht mit sogenannten relativen Zellbezügen arbeiten will, sondern mit absoluten. Also in einer Zelle steht ein Wert und man möchte immer mit diesem Wert berechnen und möchte nicht, dass beim Kopieren der Zellbezug verschoben wird. Aber das zeige ich euch dann mal in einem eigenen Video. Das war's für heute zum Erleichtern des Rechnens durch Kopieren von Formeln. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und euch neue Erkenntnisse beschert und wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Gute und Servus, euer Arno.